Jo Leute, Sini am Start, willkommen zur Review der 5. Episode von Boruto Naruto Next Generations. Diese Woche mit Mitsuki im Fokus und das erste Auftreten seinerseits finde ich richtig nice, habe ich mich richtig drauf gefreut, weil Mitsuki ja generell so einer meiner Favoriten ist, was die neue Generation betrifft in dieser ganzen Naruto-Geschichte. Und jetzt haben wir ihn endlich drin, ja, ohne Spaß. Die Folge an sich war wieder mega nice, hat mir wieder mega gut gefallen. War ziemlich interessant wieder zu sehen, was Mitsukis Hintergründe vielleicht sein könnten und dass er vielleicht sogar noch in engem Kontakt zu Orochimaru steht, aber dazu später mehr. Die Folge beginnt mit irgendeinem komischen Typen, ich weiß jetzt gar nicht, wer das genau da sein soll, der halt ähnlich wie Metal Lee oder Denki schon wieder Amok läuft, also wieder von dieser Aura besessen, was Boruto letzte Woche beispielsweise auch als vertrauten Geist wieder so beschworen hat, also diese dunkle Aura, irgendwie sowas, irgendwie was, wovon wir nicht wissen, was ist es jetzt genau, da ist wieder einer von besessen und Boruto, Iwa, Bill und Chika, die gehen halt dieser Sache wirklich nach, wollen den Typen halt auch besiegen und so weiter, weil der halt auch wieder für Unruhe in Konoha sorgt und so weiter, Probleme bereitet und so weiter. Finde ich ein bisschen komisch, dass das ausgerechnet die Kinder machen müssen, ja, und dass man nicht ja ausgebildete Shinobi dafür einfach einsetzt, diese Leute zu besänftigen, aber anscheinend machen das halt Boruto und die anderen, einfach diese Leute wieder so ein bisschen zu beruhigen. Dass auch Naruto nicht wirklich sich von seiner Seite zeigt und einfach ja die Probleme in seinem eigenen Dorf löst, finde ich ein bisschen komisch, dass es ein Boruto machen muss und niemand anders sonst. Finde ich ziemlich komisch, aber naja, ist halt so, gibt man diesen Charakteren in der Akademie wieder ein bisschen mehr Screentime, also von der Sparte her wieder ganz nice. Boruto setzt natürlich wieder sein Auge frei, mit dem er die Aura wahrnehmen kann, also auch an der Stelle in dieser Episode wieder das zum Einsatz. Die verfolgen den Typen dann und kommen dann direkt in Kontakt mit Mitsuki, der dann natürlich in so einer Gasse auf die bereits wartet. Der Typ scheint schon besiegt worden zu sein, scheint da rumzuliegen und die Aura scheint von ihm zu schwinden und Mitsuki steht da, ja, und begrüßt quasi Boruto und so weiter. Und für die Leute, die es nicht wissen, ja, Mitsuki hat ja eine Vorgeschichte. Mitsuki hat eine Vorgeschichte, wo klar wird, warum er so ist, wie er so ist. Also zumindest wird das da ein bisschen besser erklärt, warum er auch Boruto quasi als seine Sonne ansieht. Das sagt er auch in dieser Episode, weil man merkt halt immer mehr, es gibt Anlehnungen in dieser Folge darauf an diese Vorgeschichte. Das ist ein One-Shot-Manga-Kapitel, also wirklich nur ein Kapitel, keine Ahnung, 50 Seiten oder sowas, die halt nur über Mitsuki berichten. Und dieser Typ hat halt für sich entschieden, ja, ich trete quasi Borutos Truppe bei, ich gehe nach Konoha und folge dem Typen einfach, weil der, sag ich mal, in Anführungsstrichen mein Meister ist, so nach dem Motto. Also behandelt ihn nicht wie ein Meister oder so, aber als engen Freund und will ihm halt natürlich komplett folgen und einfach, ja, beiseite stehen. Und gerade in dieser Folge merkt man das halt voll krass, dass Mitsuki wirklich an der Seite von Boruto kämpfen möchte und dass Mitsuki halt wirklich so ziemlich direkt nur auf Boruto eingeht. Denn das Ding ist, als er dann nachher sogar in der Klasse dabei ist, wir sehen, die Klasse hat nur noch Unterricht draußen, weil die Schule ja kaputt ist. Im Hintergrund wird die Schule wieder aufgebaut und so weiter, die Akademie. Wir sehen, dass Mitsuki sich wirklich auf Anhieb nur direkt mit Boruto versteht. Wir sehen dann halt auch später bei Kampfstunden, wo Mitsuki gegen Iwa beispielsweise kämpft, dass er nur wirklich auf Boruto hört und dann den Kampf sogar unterbricht, nur weil Boruto dazwischen gegangen ist und so weiter. Wir sehen halt wirklich immer mehr, er hat wirklich erstmals nur den Bezug zu Boruto und das ist auch gut, weil die Leute, die den One-Shot nicht gelesen haben, die verstehen das nicht so ganz und deswegen lege ich euch das da schon mal ans Herz, lest euch das durch, weil das ist auf jeden Fall wichtig, damit ihr die Hintergründe von Mitsuki überhaupt versteht, beziehungsweise ihr wisst ja jetzt gar nicht so genau, yo, warum macht der Typ das überhaupt und
seht ein bisschen, wie der Charakter generell zu verstehen ist. Die haben auf jeden Fall Unterricht dann im Freien und Shino versagt wieder komplett als Lehrer, stellt dann so ein paar Aufgaben, wo Boruto wahrscheinlich wieder der Einzige ist, der die Lösung weiß, dann stellt er noch eine schwerere Aufgabe, die Boruto dann auch nicht zu lösen weiß, wo Mitsuki ihm dann helfen muss. Und Shino merkt in dieser Folge immer mehr, yo, er ist doch nicht so der wahre Lehrer und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man schlachtet Shino wirklich in diesem Anime bisher. Ja, ich mag ihn eigentlich. Also, er war in Naruto und Naruto Shippuden und so weiter, war jetzt nicht so der relevanteste. Das wissen wir alle. Aber er war eigentlich ein cooler Charakter. Also, ich habe ihn jetzt nicht gehatet oder sowas. Ich fand ihn eigentlich ganz okay. Ich finde es ein bisschen schwach von ihm, wie er jetzt in dieser Generation behandelt wird. Ich finde es echt ein bisschen peinlich, muss ich echt sagen. Aber ich finde es auch, ich muss sagen, er tut mir leid, ja, ohne Scheiß, weil er wirklich von Folge zu Folge einfach den Eindruck vermittelt bekommt, er ist ein totaler Loser in allem, was er macht. Und da muss ich einfach sagen, ey, das tut mir voll leid für ihn, ohne Scheiß, weil man gerade am Ende von Naruto gesehen hat, ey, er kann gut mit Kindern und er ist für das Lehrerdasein eigentlich ja, voll da und so weiter. Von daher müsste das eigentlich passen, aber hier merkt man halt immer wieder, er kommt mit der Klasse von Boruto nicht klar. Er redet dann auch später mit Kuranai und so weiter, ob er das denn überhaupt alles kann, ob er für das Lehrerdasein taugt. Und da stellt sich dann halt auch für so wieder die Frage, will er das Ganze an den Nagel hängen und seine Klasse dann an Anko übergeben oder macht er dann weiter? Denn wie die Folge dann letztendlich endet und dann halt auch nächste Woche, Preview zur nächsten Folge, sehen wir dann, dass Shino halt da auch dann wieder der Nächste ist, der dann besessen wird und so weiter. Also ziemlich krass das Ganze. Jedenfalls ist Shino dann noch so damit beschäftigt, eine Party für Mitsuki zu halten, weil der ja der neue Schüler ist und so weiter. Alle finden das ein bisschen komisch, dass Mitsuki halt so krass ist und so weiter. Wie gesagt, wir haben diese Trainingsstunden, diese kleinen Minikämpfe in dieser Arena, in dieser Sporthalle, sage ich mal, wo Mitsuki ein bisschen ausrastet und den Kampf ein bisschen zu ernst nimmt und fast Iwabe getötet hätte, weil er ihn quasi erwürgt hätte oder Genick gebrochen hätte oder sowas. Und da muss es dann natürlich erstmal einen Boruto geben, der dann dazwischen geht und Mitsuki, der dann auf diesen hört, weil er, wie gesagt, eine gewisse Vorgeschichte hat, wo er halt schon mit Boruto so ein bisschen in Kontakt gekommen ist. Also natürlich nicht auf persönlicher Ebene, aber er hat auf jeden Fall schon an ihn gedacht und gesagt, yo, ich werde diesem Typen folgen, der ist meine Sonne, und das sagt er auch in dieser Episode. Wir sehen auch nachts, dass Mitsuki mit irgendjemandem Kontakt aufnimmt mit seinen Schlangen, wahrscheinlich Orochimaru ist so ziemlich der Einzige, den ich mir jetzt vorstellen kann, weil man halt diese Vorgeschichte noch nicht so krass im Anime gezeigt hat, ist halt auch die Frage, ob man das wirklich 1:1 adaptiert und sagt, yo, es ist genauso wie in dem One-Shot-Manga, oder ob man das ein bisschen abändert, weil theoretisch würde ich sagen, er hätte jetzt eigentlich keinen Bezug mehr zu Orochimaru oder keinen Kontakt mehr zu Orochimaru, weil das Bündnis zwischen denen, beziehungsweise die Verbindung zwischen denen ist eigentlich so gut wie kaputt, so ziemlich aus dem One-Shot, und jetzt haben wir in dieser Episode quasi noch eine Verbindung, die noch da ist, wo er ja, Bericht erstatten muss oder wo er halt noch Kontakt zu jemandem hat. Also sehr, sehr komisch das Ganze. Ist halt auch die Frage, ob Mitsuki wirklich der Drahtzieher hinter diesem dunklen Chakra ist und so weiter und ob Orochimaru hinter der ganzen Fassade auch noch seine Finger im Spiel hat, aber das werden wir sehen. Eine Party wird auf jeden Fall gehalten für Mitsuki dann seitens Shino, weil Shino natürlich wieder als Lehrer überzeugen will, ist wieder mega großartig, wie er sich dann auch verkleidet, fand ich wieder ganz unterhaltsam, und dann lässt er auch ein paar Plüschtiere tanzen, die natürlich durch seine Insekten gesteuert werden. Die ganzen Mädels rasten dann komplett aus, als sie das dann erfahren. Und das Ganze endet dann total im Chaos, nachdem die ganzen Insekten da amok laufen und die ganze Feier da komplett kaputt geht und Shino wieder was nicht hingekriegt hat. Dann geht es langsam über zu einem der Bauarbeiter, der natürlich an der Akademie arbeitet, der auch wieder besessen wird von diesem dunklen Chakra, und dort kommt es dann zu einem ganz kleinen Kampf zwischen der Boruto-Truppe und diesem Typen, der halt besessen ist, und Boruto hätte fast diesen Typen umgebracht, wohl wahrscheinlich eher unbeabsichtigt, weil das Ganze wohl eher im
Unfall geendet hatte, weil er mit ihm irgendwie eine Etage runterfällt oder so und die wären wahrscheinlich blöd aufgekommen, sodass dieser Typ wahrscheinlich gestorben wäre, aber Mitsuki geht halt dazwischen, rettet die beiden und sagt dann zu Boruto sowas wie, ja, das Ganze hätte tödlich enden können. Wieder coole Verbindung zu dem, was Boruto quasi Mitsuki gelehrt hat in der Sporthalle, als er fast dabei war, Iwabit zu töten, und jetzt ist es genau umgekehrt. Fand ich ganz cool in der Folge, war eine coole Verbindung an der Stelle. Die Folge endet dann damit, dass Shino sich darüber Gedanken machen muss, ob er das Ganze mit dem Lehrersein wirklich stoppen möchte, wirklich aufhören möchte, ob er das noch weitermachen möchte. Geht dann auch zum Direktor der Akademie, nämlich Iruka. Fand ich auch ganz cool, dass man den gesehen hat. Und dass dieser dann gesagt hat, ja, übergib doch an Anko und so weiter. Dann kündige halt, dann mach halt nicht mehr dein Lehrersein und so weiter. Dann hör halt auf, übergib deine Klasse. Anko, ohne Scheiß, ich muss halt wirklich sagen, ich find's ein bisschen schwach von Shino, dass er jetzt sich so von so einer Seite zeigt, ja, dass der innerhalb von, wie viele Folgen haben wir? 5, ja, wir haben 5 Folgen von Boruto und er gibt schon auf. Was ist das? Das ist mega komisch, mega peinlich, und ich muss sagen, Shino, echt, der tut mir leid, der Typ. Der Typ tut mir leid, dass er so einen Fokus bekommen muss, also dass er so ein schlechtes Licht abbekommt. Finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht macht man da noch was mit ihm. Dann sieht es so aus, dass Shino von der dunklen Aura besessen wird. Und dann geht das Ganze über in einen Cliffhanger, wo Boruto, Shikadai und Mitsuki in den Wald gelockt werden, beziehungsweise von Shino dann dorthin gerufen werden, und das ist ja dann der Stuff für Episode 6, wo der Akademie-Arc möglicherweise zu Ende gehen kann und dementsprechend auch die letzte Stunde heißt, wo Shino dann wahrscheinlich dann der letzte Besessene ist, der von der dunklen Aura erfasst wurde. Dann kommt vielleicht auch das Ganze raus, wer dahinter steckt und so weiter, dass Mitsuki jetzt natürlich auch mehr im Geschehen mit drin ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es was mit ihm zu tun hat, und dann gucken wir mal, wie das so ausschauen wird. Heute kommt noch ein anderes Boruto-Video, nämlich das neueste Chapter. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Die Preview-Analyse kommt vielleicht auch heute, vielleicht aber auch morgen. Mal schauen. Und damit würde ich sagen, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.